Gelsenkirchen. Mehr als 8 Monate lag der letzte Heimsieg in der Bundesliga zurück am Samstag, 15:30 Uhr, wollte Schalke gegen Hertha BSC den Heimfluch von 2019 endlich beenden. Bei Schalke Hertha BSC trafen zwei Teams aufeinander, die beide einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt hatten. Für S04 gab es in zwei schweren Spielen immerhin einen Punkt. Hertha überraschte mit einem 2:2 bei den Bayern zum Auftakt, enttäuschte anschließend beim 0:3 gegen Wolfsburg. 38. Tor für Schalke. Eigentor durch Niklas Stark. Nach Hereingabe von Daniel Caligiuri schiebt der Nationalspieler ein. 48. Tor für Schalke. Wieder ein Eigentor. Diesmal stolpert Rekik den Ball über die Torlinie. Aber die Vorarbeit von Amina Harit macht den Treffer trotzdem sehenswert. Mit der Hacke leitete der Marokkaner den Schalker Konter ein. 85. Tor für Schalke. Kenne trifft zum ersten Mal für S04 und das sehr sehenswert. Mit voller Wucht hämmert der Rechtsverteidiger den Ball flach in die linke Torecke. Schalke kommt damit zum ersten eigenen Saisontreffer.